Ja, dann gibt es noch eine Möglichkeit zu testen. Ich sage wieder Material oder Aktivität anlegen. Diesmal brauche ich den interaktiven Inhalt und sage hinzufügen. Und hier wähle ich aus Drag and Drop. Okay. So, hier geht es um den Word-Bildschirm oder Benennen des Word-Bildschirms. Könnte ich auch schreiben, Benennen des Word-Bildschirms. So, dann brauche ich natürlich auch meinen Word-Bildschirm. Soll ich hinzufügen? Word-Bildschirm habe ich hier auch schon. Könnte ich natürlich noch angeben, Urheberrecht und wo es her ist oder auch die Größe vom Bild bearbeiten. Wenn ich den Hintergrund habe, dann klicke ich auch auf Aufgabe. Und jetzt brauche ich die Ablagezonen erstmal. Also das sage ich hier. Ablagezone, Beschriftung. Einmal möchte ich Speichern als Feld haben. Ich setze das Ganze als auf 60% mit der Deckkraft, damit man das Hintergrundbild noch durchsehen kann. Und ich sage noch, diese Ablagezone kann nur ein Element beinhalten. Sage ich fertig und dann schiebe ich das an die Stelle, wo der Speicherbutton ist. So, das Ganze mache ich nochmal. Diesmal nenne ich das Ganze Zoom. Deckkraft 60% und wieder der Ablageort kann nur von einem Element ja, draufgelegt werden. Das schiebe ich hier an die Stelle, wo es den Zoom-Regler gibt. Und jetzt brauche ich zwei Textfelder. So, das erste Textfeld heißt natürlich dann auch Speichern. Und es soll auf alle Zonen abgelegt werden können. Ich mache es auch auf 60%, damit man das Bild durchsieht. Und dann sage ich erstmal fertig. Dann brauche ich nochmal ein Textfeld. Diesmal das Zoom-Textfeld. Soll auf alle abgelegt werden. 60% Deckkraft und sag auch fertig. So, das ist der Zoom-Button. Und jetzt im nächsten Schritt muss ich noch sagen, welches Feld passt denn wo drauf? Ja? Das mache ich damit, dass ich auf diese Ablagefläche nochmal doppelt klick und sag, auf das Speicherfeld soll nur der Speicher-Button gezogen werden können und auf das Zoom-Feld nur dieser Zoom-Button. Also nicht hier draufklicken doppelt, sondern hier draufklicken und dann hier bei Zoom, dann fertig. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch sagen, speichern und anzeigen. Okay, und die Aufgabe ist geladen. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Speichern ziehen wir hier rüber. Zoom ziehen wir hier rüber. Und dann klicke ich auf Überprüfen. Und beides ist richtig. Und für beides habe ich einen Punkt bekommen. Okay.